Oh. Hallo Freunde, wir sind die Teemutanten. Nicht die Mutanten, sondern die Teemutanten. Mom with a cat, what you think about that? Queen of the castle, and that's a fact. She might be around the corner, so watch your back. When I'm home with the cat, everything's fine. But we're living on her time. Everything's fine. Unpredictable food. Hurra, hurra! Die Teemutanten sind wieder da. Das haben wir geübt. Aber erst jetzt gerade. Vorher nicht. Nein. Hallo Freunde. Hallo meine lieben Fans, ich begrüße euch zu einem neuen Teemutanten-Hall. Wir haben heute den 3.6. Wir drehen heute, wir haben jetzt mittlerweile, noch ein bisschen fehlt an Ware, aber wir fangen jetzt schon an, die Videos zu drehen. Wie gesagt, im Juni gibt es wieder 3 Demo-Halls. Wir haben von Kunstblumen bis Küchenfliesen alle dabei. Ne? Also, wir haben gesehen Fliesen, Küchenfliesen. Ich traue ja immer so was nicht, dass man einfach so die Fliesen überkleben kann und das hält wunderbar und sieht gut aus. Ich denke immer, ich weiß nicht. Wir haben es getestet. Ich habe gesagt, komm, ich bestelle das mal. Ich suche uns das mal aus und dann testen wir das mal. Und wir haben es getestet. Wir haben in der Küche auf der einen Seite. Sind die dunklen? Das sind die dunklen. Aber auf der einen Seite die dunklen. Und auf der anderen Seite haben wir noch nicht gemacht, aber da kommen die hellen. Also wir haben. Sind die nicht dunkler in der Küche? Nee, das sind die. Wir haben dunkle eine Seite und die andere Seite wollen wir die helle Seite machen. Helle machen. Wir sind total begeistert. Leute, wir sind total begeistert. Die sind so ein bisschen. Die sind nicht dünn. Die haben so einen Schaumstoff dahinter. Und hinterm Schaumstoff kommt dann die Klebefläche. Und Leute, es klebt wie Hulle. Du kriegst es doch nicht mal von den Fingern. Musst du mit Alkohol machen, du kriegst es von den Fingern ab. Hier ist natürlich Plastik, eine Plastikschicht. Du kannst sie gut zurechtschneiden. Ja. Und sie klebt wunderbar. Wir haben sogar die Speisekammertüren. Die eine unten, die andere wurde noch gemacht, damit beklebt. Wir sind wirklich total begeistert, weil wir haben ja so weiße Fliesen gehabt, stinknormale weiße Fliesen. So aus den 50ern hätte man bald sagen können. Nee, ja, die sind schon aus den 90ern, würde ich sagen. Ja, aus den 90ern sind die. Und ich habe die sehr gesagt, komm, wir haben es verschiedene Farben, haben sie das. Ich habe jetzt ein hell- und dunkelgrau, weil unsere Küche ist ja grau. Und ja, Leute, und jetzt guckt mal, wir spielen euch jetzt mal ein Video ein und guckt mal, wie geil das aussieht. Man würde es nicht glauben, aber es sieht mega geil aus. Du kannst sie abwischen, machen, tun. Es klebt wie Hulle. Und also wir sind mega begeistert, ne? Und drauf schneiden kannst du natürlich nicht. Also als Arbeit, nein, das ganz ist klar. Ne? Also das sind Fliesen, auch nicht für den Boden oder nein, so. Nein. Das ist eher für die Wände. Ne? Genau. Aber es klebt, es lässt sich wunderbar verarbeiten, wunderbar zurechtschneiden. Wir mussten auch was zurechtschneiden, wunderbar geklappt. Wie gesagt, guckt euch den Film an und ihr werdet begeistert sein. So, ihr Lieben, wir waren fleißig, auch am Sonntag sind wir fleißig. Wir haben die eine Küchenwand geklebt mit der Folie von Temu. Die ist also optimal, klebt wie Zunder, sag ich euch nur, klebt wie Zunder. Jetzt muss natürlich wieder alles gerichtet werden. Aber so sieht das aus. Sieht alles noch ein bisschen chaotisch aus, aber das schaffen wir auch noch. Kaffeemaschine wieder an Ort und Stelle. Da, ihr Illes Bratort. Da unten, da. Da steht ein Staubsauger. Ja, brauchen wir alles. Nein, nicht zum Kleben. So sieht es jedenfalls erstmal aus. Davon haben wir, wenn noch was kommt, also in einem Paket sind 12 so eine Fliesen, die sind 60 x 30.
Und ein Paket sind 12 Stück. Also wir haben eine komplette, unsere Küche ist 1 Meter breit, 3 Meter lang, eine komplette Fliesenwand. Aber gut, wir haben ja auch nur so ein 60 cm hoch und ne, hat genau hingereicht. Also wie gesagt, 12 Fliesen, wunderbar. Lässt sich wunderbar verarbeiten. Also das sieht richtig edel aus. Aber habt ihr ja gesehen. Also guckt euch es an. Sieht richtig edel aus. Wir haben diesmal wieder gut ausgesucht, für uns gut, was wir gut finden und was wir auch gebrauchen können. Wie gesagt, zu Temu müssen wir nichts mehr sagen. Temu ist eine App, wo du wirklich alles und nichts bekommst. Alles, was du nicht brauchst, bekommst du dort auch. Und alles, wo man denkt, das gibt es ja nicht. Doch, das findest aber du. Das findest du dort auch. Also, wie gesagt, du hast 90 Tage Umtauschrecht. Du kannst deine Sachen zurückschicken. Aus jeder Bestellung kannst du einmal zurückschicken. Ganz normal ist in anderen Bestellungen auch so. Wenn ich bei XY bestelle, 5 Artikel und schicke einen Artikel zurück, ist der auch umsonst. Aber wenn mir nach 3 Wochen einfällt, auch der 2. Artikel, der passt auch nicht, der muss auch zurück. Na, dann musst du auch Versand bezahlen. Das ist ganz normal, ist überall so. Du kannst nicht jedes Teil umsonst zurückschicken innerhalb, tralala. Also wie gesagt, schaut euch um bei Temu. Wir sind begeistert, es gibt immer was. Ja. Und die Qualität ist wirklich top. Ist gut, ja. Also wir haben noch nichts, wo wir sagen, meh, nee. Das kann gleich in den Müll, meine Wand. Nee. Nein. Ob das jetzt vom Melonschneider, wo wirklich nicht dachte, dass der funktioniert. Und einwandfrei, also wir haben bis jetzt noch nichts in die Tonne geworfen. Auch wenn wir was verschenkt haben, die sind alle begeistert von den Temu-Artikeln. Und wie gesagt, warum woanders mehr bezahlen, wenn es bei Temu günstiger gibt. Muss jeder für sich selbst wissen. Wir sagen jetzt nicht, du musst unbedingt bei Temu kaufen. Wir stellen euch die Temu-Sachen vor, weil wir zufrieden damit sind. Und was ihr letztendlich daraus macht, ist eure Sache. Ihr könnt dort wunderbar bestellen. Wenn ihr sparen wollt, nutzt die Temu-App. Wenn ihr natürlich Millionäre seid, dann nutzt trotzdem die Temu. So, ich würde sagen, wir fangen mal an. Mal gucken, was wir so Schönes haben, ne? Fangen wir an. Fangen wir damit an? Ja, wir fangen an. Wir haben, oder, ja genau, die Omi hat sich was ausgesucht. Wobei ich noch nicht weiß, für was ich es frage. Genau, okay. Auf jeden Fall im Sommer. Im Sommer, auf jeden Fall. Ein Shirt, ich habe es angehabt, passt wunderbar. Passt wunderbar, ja. Also passt wirklich wunderbar. Also Omi ist am Überlegen, ob sie das als Sommer... Mucke nicht. Als Sommer, wie sagt man denn? Accessoire? Ja, oder Outfit, Kleidung, Outfit. Als Sommer-Outfit trägt? Ja. Oder halt als Schlaf? Also das einmal? Das kannst du sowohl, aber es ist ein Sommer-Outfit. Und an die Hose. Die habe ich jetzt noch nicht eingehabt, aber ich denke mal, die wird schön locker sitzen. Ja. Na, also das ist in Größe M. Bis M. Bis M. Ja, okay. Ja, bis M. Und es ist richtig, das festigt richtig. Gut an, ja. Ja, ist auch so ein bisschen stretchy, weil es ist gut stretchy. Die Hose liegt in meiner Größe. Ist L. Ist L. Ach ja, weil du oben L brauchst. Ja. Unten wird es ja bestimmt zu groß sein. Ja. Wenn nicht, passt es mir unten rum. Guck mal, wie sich das dehnt. Aber schauen wir mal, ne? Es ist gute Qualität, es ist stretchig, schöne Farbe und hellblau steht irgendwie sowieso gut. Von daher. Ja, vom Anziehen her. Da war irgendwo noch eine Bluse, aber da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu. Ja. Ja, machen wir hier mal weiter. Ja. Wir haben vorsichtshalber alles schon mal ausgepackt, damit es nicht... Genau, ach so, genau. Wir haben alles aus den Plastiktüten, was knistern könnte, ausgepackt, ja? Ne? Also, wir haben uns alles schon mal, weil ja manche wirklich empfindlich darauf reagieren, wenn es so knistert, kann ich auch verstehen. Und deswegen haben wir alles aus Plastik, was knistern könnte, ausgepackt. Genau. Hier habe ich gesehen, da passen 400 Milliliter rein, das ist für ein... Ja, wenn du so Cappuccino machst oder generell was aufschäumen oder mixen willst, ne, da haben wir jetzt Batterien reingemacht und wenn du das dann hier aufdrückst,
ne, dann mixtet, ne, also. Ja, oder du tust einen schwarzen Kaffee rein, tust die Milch rein und dann... ja, oder den Cappuccino, ne? Ja, also einfach, brauchst du nicht groß umrühren, brauchst du keinen Löffel mehr, nee. Den sparst du dann. Kannst du hier was drin machen? Ach, guck mal. Kannst du da was drin machen? Kannst du Zucker reintun? Ja, genau, eventuell. Ja, in Würfelzucker. Ja, oder so. Also, ne? Gute Qualität, CE-Zeichen drauf. Kommt mit Batterie, ne? Also wie gesagt, da kommt eine Batterie rein und ja, also ich finde es gut. Fasst sich auch, also es ist kein dünnes Glas, sagen wir mal so. Es ist kein dünnes Glas, es ist wirklich stabiles Glas. Ja, ne? Hochwertig. Hochwertig, genau. Und ist es gut verpackt, genau. Auf jeden Fall, das auch. Ne? So, und die Anleitung ist auf Deutsch. Es ist sogar eine deutsche Anleitung dabei. Viel in vielen anderen Sprachen, aber auch in Deutsch. Auch in Deutsch. Genau. Ja, wenn wir denn schon mal dabei sind. Ja, genau. Ich hab gedacht, was hast du denn da? Eine Thermoskanne? Nee, ist keine Thermoskanne. Ist keine Thermoskanne. Sieht ja nun wirklich stylisch. Ist sehr stylisch. Da passen 1 Liter Pasta rein. Und zwar ist das so ein Sit-Sit, wo man Sit-Sit-Kaffee, ich sag mal Sit-Sit-Kaffee macht. Ist gut, Muckel. Hier, ne? Machst du den Kaffee unten rein, aber das ist auch gleichzeitig Thermoskanne, weil es recht dick ist. Ne? Also es ist, da machst du unten deinen Kaffee rein, dann gießt du mit Wasser auf, rührst um, machst du drauf und dann fängst du an, den Kaffee runter zu drücken und dann kannst du deinen Kaffee trinken. Das habe ich mir geholt, wenn wir Gäste haben, ne? Wenn mein Bruder da ist, meine Schwägerin da ist oder wenn alle da sind und die wollen Kaffee trinken. Wir haben ja nur den Kaffee von Bereiter mit Pads und den anderen. Ne? Aber da kannst du aber nur eine Tasse machen. Und dann mahle ich mir meinen Kaffee, mache den hier drin, habe einen Liter und dann können erstmal 3 Leute Kaffee trinken. So. Finde ich sehr gut, gefällt mir, habe ich auch aus Glas sowas, aber das sieht doch richtig stylisch aus, ne? Und ist richtig gute Qualität. Also wie gesagt, ich habe gedacht, was hast du denn da? Wir haben noch eine Thermoskanne. Nee, aber nee, das ist wunderbar. Dafür gedacht. Ja, also gehen wir weiter. Ja. Gehen wir weiter. Genau. Pack mal einen aus. Pack mal einen aus, genau. Das ist wieder so ein, wenn du in der Küche bist und du bist am Schälen, Machen, Tun. Da musst du ja mal zum Mülleimer rennen. Wir haben solche schon zu hängen. Und zwar hängst du die Küchentür, an der Schranktür an. Da drunter, wo du zum Beispiel deine Arbeiten verrichtest. Ne? Die hängst du dann an, dann klappst du das aus. So. Ne? Wenn das dran hängt, ist es ganz leicht auszuklappen. Dann hängst du das rein. Hier oben hast du noch ein... Die Halterung für... Nee, ja, naja. Eine Halterung, oder? Wenn du auf dem Brett schabst, deine Sachen machst auf dem Brett, dann kannst du das hier so reinschieben. Ja. Und das machst du dann, wenn du das nicht mehr brauchst, machst du das hier ran. Ja. So. Hier hinten könnte man noch kleine Beutel oder so drin machen. Oder whatever. Irgendwas kann man jedenfalls hier noch machen. Ich denke schon gedacht. Für ja, aber Beutel. Passen ja nicht viel Beutel rein. Nee, ja. Viel Beutel passt nicht rein. Also, ja. Genau, und wenn du halt nicht brauchst, dann klappst du halt wieder zusammen, so, und dann stört es halt niemanden. Davon haben wir 5 Stück gekauft, 3 gehen mit in die Verlosung rein, ja? So. Genau, 3 Stück gehen davon mit in die Verlosung rein. Mal noch ein bisschen Platz. Weiter geht's. Genau. Dann eine Make-up-Tasche oder ja, Make-up oder Pinsel oder als Kulturbeutel, je nachdem, für was man es nutzen möchte. Ist in so Move-Ton. Ich weiß nicht, ob der jetzt so schon rüberkommt, der Move-Ton. Ne? Also wenn du willst, kannst du uns ein Stück ranzoomen. Versuch mal. Ist ein wunderschöner Move-Ton. Also mir gefällt als Nagellack, als Shellack wurde ich wunderschön.
an das Landmaus. So. Und dann ein bisschen, ja, so ist gut, und jetzt ein bisschen runter. Nur so ein Mü. Ja, so, genau so. Genau. Ist ein wunderschöner Move drin, ist schön abwaschbar. Gute Qualität, für mich gute Qualität. Hier sind so kleine, ja, kannst du von beiden Seiten aufmachen. Das Ding, das finde ich immer ganz gut, wenn sowas ist, dass man es von beiden Seiten aufmachen kann, in der Mitte schließt. Hier vorne steht drauf Love and Peace. Und wie gesagt, und auch die geht in die Verlosung mit rein. Ah, ich pack's mal hin. Ja, pack's mal hin. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Da hinten, genau. Dann, ihr wisst ja, die Ille schneidet Haare, nicht nur bei uns selbst, sondern auch bei Freunden. Und da habe ich mir jetzt mal so eine schöne Box gekauft, wo ich halt meine Scheren und Kämme und alles so reinmachen kann, ne? Weil ich habe eine gute Haarschneideschere, die kam 75 Euro. Und jetzt habe ich mir, ich brauchte unbedingt noch Nivellierschere. Evelierschere. Ja, Evelier, nicht Nivellieren, Evelier. Ja, Eling GmbH, Romy Schneiderstraße, Düsseldorf, Germany kommt die sogar. Guck mal her. Mhm. Ich brauchte unbedingt, erstmal ist das Case, ne? Da kommen dann meine Haarschneideschere, Kämme rein. Und meine Haarschneidenmaschine habe ich ja auch. Eine Haarschneidemaschine. Die kommt da mit rein. Ne? Ein Haartrimmer. Ach, Maus, du bist so schlau. Ich habe zwar nicht gesagt Trimmer, aber ich habe Haarschneider gesagt. Ach so, Haartrimmer. Ja, ne? Richtig schönes Case mit dem Henkel. Was will man mehr? Was steht hier drauf? Come Case. Ja, ja. Nein, eigentlich steht die Come. Komm, Case. Aber braucht, also, ja, wollte ich unbedingt haben. Wir haben das in, jetzt haben wir unsere Sachen in so einem Gefriertasche. Ja. Eine kleine Gefriertasche. Ja. So, dann habe ich mir Scheren bestellt. Dachte eigentlich, ich habe eine Haarschneideschere und eine Evelierschere, aber nein, ich habe in der Bestellung geguckt. Es waren zwei verschiedene Evelierscheren mit zwei verschiedenen Stärken. Und zwar sieht die sehr hochwertig aus und ich habe sie benutzt. Meine Freundin war da zum Haare schneiden und ich sage euch Leute, ich habe noch nie so toll die Haare geschnitten, weil ich jetzt eine schöne Evelierschere habe. Wozu nutze ich die? Friseuse wissens. Wenn ich schneide, ne, ich will ja hier keine Kanten drin haben, ne? Ja, und dann nehme ich mich hier und dann mache ich so, damit ich hier einen schönen Übergang kriege. Damit da vernehme ich diese Evelierscheren. Oder um, meine Freundin mag gerne, dass es hier oben so steht, so ein paar Stützhaare, ne, reinmachen. Wunderschön, also nicht, was heißt wunderschön, liegt gut in der Hand, ist nicht schwer, hat hier hinten für den, ne? Wunderbar. Davon habe ich noch eine. Die ist etwas, die Zacken sind anders. Und die liegt auch wunderbar in der Hand. Also wunderbar. Also die haben sich wirklich ganz toll schneiden lassen. Irre. Ganz toll. Ja, also wirklich ganz, ganz, also kann ich empfehlen. Die haben jetzt 15 oder 18 Euro. Ist natürlich preiswert, klar, für so eine Schere. Mal gucken, wie lange sie schneidet. Wie lange sie scharf sind. Und wie lange sie scharf bleiben. Ne? Also bis jetzt war ich sehr zufrieden. Ne? Hat gut geschnitten, das Haar. Also ohne, also wirklich zack, zack, zack. Ganz toll. Ja, da kommen jetzt endlich meine Utensilien rein fürs Haare schneiden. Ja. Genau. Was soll ich jetzt mal erzählen? Ja, ich, was soll ich erzählen? Der Urlaub steht vor der Tür. Der Urlaub steht vor der Tür, ganz genau. Und Ille sagt, wir wollen keinen kleinen Koffer hinter uns herziehen. Wir nehmen lieber eine Tasche. Die Tasche ist also vom Material her sehr robust. Sehr hochwertig, also sehr hochwertig. Nicht billig. Ne? Ja, also. Es ist ein für die Schulter. Es sind in der Tasche sind ja, Behältnisse. Ja, Taschen. Fächer. Jetzt haben wir Fächer. Wo man was reinpacken kann. Also nochmal von der Seite.
Man kann sie auch vergrößern, nach unten hin. Ja, man kann, ja, du kannst unten halt noch Sachen oder Schuhe reinpacken. Ja. Ne, kannst du auch machen. Und Sachen oder... Ja, du kannst sogar komplett aufmachen. Ja, ja. Ja. Mhm. Ja, ja, kannst du noch Sachen reinmachen. Ja, ja, genau. Und ich habe, also es ist so gedacht, ne, weil wie gesagt, wir haben immer den großen Koffer und dann den Handgepäckkoffer, ne? Und Bedeck muss man mal hinter sich herziehen. Habe ich zu Omi gesagt, wollen wir das nicht mal mit Taschen probieren? Erstmal kannst du die Tasche auf deinen Koffer, auf, ne, hier ist so ein extra, so ein, wo du das so aufmachen kannst. Genau, wo du das an deinem Henkel so aufmachen kannst. Ob wir das probieren. Das ist für mich einfacher, als wie den Koffer immer hinterher zu ziehen. Ne? Weil Bedeck Koffer hinterher ziehen ist schwierig, für mich persönlich schwierig. Ach so, hier ist auch noch ein Reißverschluss innen, Reißverschlusstasche innen. Für mich persönlich schwierig. Deshalb habe ich gesagt, lass uns jetzt mal mit Taschen probieren. Die kriegst du auch als Handgepäck durch, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ne? Also, und hier ist auch noch mal Reißverschluss, wo die Lasche ist. Also wir probieren es mal. Sie ist sehr hochwertig verarbeitet. Guter, wasserabweisender Stoff. Take to the sea, the world. Ja, wie gesagt, mit dem Schulterriemen. Omi hat sie in so Taubenblau und ich habe sie in, genau, in so ein schönes, ja, Violett Fuchsia, ne? Das ist meine Farbe. So, haben wir gedacht, werden wir dieses Jahr auf jeden Fall machen und dann können wir euch immer noch berichten, wie es war. Aber für uns, also uns gefallen schon mal die Taschen, ja. Tolle Qualität und die waren, 20 Euro kamen, die waren nicht teuer. Finde ich nicht teuer. Und wie gesagt, die Qualität ist... ja, wunderbar. Ist, der Reißverschluss ist gut. Keine Nähte, irgendwie was... Nee, also wunderbar. Da kannst du nicht meckern. Wir werden es probieren. Neu kannst du nicht meckern. Ja, hätten wir das nochmal gleich mitgemacht. Ach ja, genau. Die Kämme, wie gesagt, wir haben sie alle schon ausgepackt aus den Knistertüten. Ich habe mir noch neue Kämme bestellt. Ich hoffe, das mit diesen Tüten geht, das knistert nicht so. Ein Stiel kam mit Metall hinten, fand die Farben so schön. Ein Stiel kam mit so einem Plastikstiel hinten, einen normalen Haarschneidekamm, also ne, wenn ich dann so Haare schneide, so tschütschütsch. Dann können wir den Dreizack endlich wegmachen. Wir haben einen Kamm, der sieht aus wie so ein kleines Schulkind, ne, so über 11 Zacken, Zähne. Ja, genau. Ja, schön, ne? Ist gut. Und dann hier so einen großzinkigen Kamm. Braucht man persönlich nicht, weil wir haben keine Locken, aber das war jetzt im Set und das war nicht teuer, das Set. Und deswegen, ja. Muss neue Kämme mit, können wir die alten endlich so ein bisschen aussortieren, ne? In Rente schicken. Ja, genau. Zumal alle, die ihre Zähne verloren haben. Ja, dann haben wir hier noch. Genau, oh, die ist. So, einmal ganz kurz doch nochmal Krach machen. Ja. Wir haben ja schon eine Platte, die wir unter unserem Katzenklo, Katzentoilette haben. Mhm. Genau. Und die kommt auf, vor die andere Katzentoilette. Vor die andere Katzentoilette. Wunderbar, also ich bin sehr zufrieden mit dem Teil, man kann es einfach... Ja, und na, vor allen Dingen, du kannst es ja... Ist das die nicht? Nein, das ist die doch, die ist da. Ja. Genau, ne? Das ist hier, das sind hier so Löcher, also ist so noppig hier oben, Löcher, und wenn die dann rauskommen, dann fällt das Katzenstreu da durch diese Löcher hier rein, und dann kannst du es so, und dann kannst du das alles wieder so... Und seitdem wir diese Dinger ja haben, wir haben einen großen, wie gesagt, für die große Katzentoilette, wenn jetzt sonst so 30% am Katzenstreu immer daneben lag, ja, wie viel liegt jetzt da? Höchstens, naja, na, sagen wir mal grob 5% vielleicht. Ja, also, ne. Und vor allen Dingen, du siehst es nicht gleich, ne? Ja. Also es bleibt erstmal da unten drin liegen. Ja. Du hast es nicht unter den Füßen. Genau, also es ist wirklich, also die Matten können wir euch echt empfehlen. Ich habe mir gedacht, wenn ich das so im Fernsehen gesehen habe oder in der Werbung irgendwo, ah, ist doch alles Humbug, das geht doch gar nicht. Doch, es funktioniert wunderbar. Der Katzenstreu bleibt wirklich da drinnen und du hast nicht mehr so viel rumzuliegen. Und wie gesagt,
Du kannst es ja wieder benutzen, ne? Das fällt hier rein und dann schützt es wieder ins Katzenklo. Sonst wird es weggefegt und in den Müll. Ja, genau. Wunderbar, also für jeden, der Katzen hat, können wir diese Matten echt empfehlen. Hier. Ja, dann hole ich mal die nächste Kiste rein hier. Ja. Genau. Wenn wir denn schon mal bei den Katzen sind, haben wir, habe ich gesehen, und zwar ist das 3 Meter, soll das lang sein, ja, und 30 Zentimeter breit. Das ist so eine Art Kratzteppich, aber selbstklebend, ne? Man hat bei vielen, sieht man, dass sie das so an den Couchrand kleben, weil die da nicht kratzen. Unsere kratzen ja nicht an den Möbeln. Ich will jetzt an den Schrank packen. Ne? Da, wo sie sitzen, kleben wir den Schrank an und dann können sie schön dran kratzen. Oder an den Tür unten so ein bisschen, wo sie kratzen können. Weil die kratzen lieber an sowas oder an Pappe, aber so Kratzbaum ist bei uns nicht interessant. Nee. Gar nicht interessant. Nein. So, die musst du jetzt mal mit, die wollen wir mal testen. Also... So, die Omi bringt jetzt mal den Kratzteppich für die Katzen an. Na? Passt genau hin. Zugeschnitten haben wir es. Das ist nur das dünne Plastik, was er da abziehen muss. Nicht wie bei den Fliesen in der Küche. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Passt, ne? Ja, super. Gut zurechtgeschnitten. Hier ein bisschen an der Kante, ein bisschen. Ja, macht nichts. Machst du hier oben die Ecken nochmal fest? Genau. Super. Wisst ihr, da können die dann schön dran kratzen, wenn sie möchten, ne? Ja. Wie ließ ich die ranmachen? Gut. 1A. Super. Ja, seht ihr, also es lohnt sich. Klebefläche, warte mal, sage ich euch auch gleich, wie die Klebefläche ist. Wir sind zwar nicht beim Diamond Painting, aber oh, wunderbar. Oh ja, wunderbar. Wir haben wieder zugeschlagen an künstlichen Pflanzen. Ja. Die eine könnt ihr da oben. Nee. Ach nee, die sieht man nicht. Sieht man nicht. Na? Und zwar haben wir uns einen künstlichen Kirschblütenbaum. Den muss man noch so zurechtbiegen, ne? Auseinanderbiegen. Aber der sieht richtig, der Stamm sieht so echt aus, dass du nicht denken würdest von Weitem, dass das künstlich ist. Ne, also ja, ein bisschen zerknorpelt, so sieht's aus. Ja, ne, so als wenn er so wie so ein Bonsai-Bäumchen, ne, so. Aber könnt ihr ja selber gucken, da fand ich sehr schön.
müssen wir nur noch einen geeigneten Platz finden. Bis jetzt haben wir noch keinen Platz. Also in meinem Zimmer soll der kommen, den sieht man mich nicht. Ich stelle den mal jetzt hier hin, so, genau. Sieht man sie nicht. Ja, dann sagt man wieder, Ille sieht man gar nicht. Ille sieht man gar nicht. Ja, dann hab ich gesagt, Ille, ich brauche noch ein paar... Na, die hast du dir ja auch ausgesucht. Hängepflanzen. So. Die sehen wirklich gut aus. Und so auf den ersten Blick denkt man, die sind aber gut gepflegt. Ja, wir hatten den Tag Besuch. Wir hatten den Tag Besuch da und sie sitzt da und ach, habt ihr so viel verändert hier, ja? Und hier die Makramee und so und die Pflanzen, ja, schön. Ich sage, ja, die sind künstlich. Da sagt sie, sieht man. Ich sage, ja, das wollte ich jetzt aber nicht hören. Nein, sagt sie, nur wenn man genau hinguckt, dann sieht man es immer so. Von Weitem sehen sie wirklich nicht künstlich aus. Und noch eine? Ja. Schön, die sind... Riechen die noch? Also die haben, ja, ein bisschen. Wir sind ehrlich, die haben ein bisschen gerochen. Wir haben sie über Nacht rausgestellt und alles gut. So, denn noch jetzt eine andere. Das ist, ich weiß nicht, wie sich die nennt, aber... Ja, ich kenne die, kommen mir auch bekannt vor. Pfennigpflanze oder so ähnlich. Weiß ach so, weil jetzt so kleine, ja. Aber die sind richtig schön, hängt mit Topf. Also wenn ihr sowas sucht bei Temu, künstliche Pflanzen, und ihr wollt sie im Topf haben, dann müsst ihr eingeben, künstliche Pflanzen im Topf. Im Topf, ja. Ne? Sonst zeigen sie euch alle. Und so zeigen sie euch überwiegend nur welche im Topf. Weil es gibt ja auch welche, die nicht im Topf sind. Ne? Ja, die du dann selber stecken musst. Ne? Ja. Uiuiuiuiuiuiui. Eieiei. Die finde ich auch irgendwie lustig, aber die kenne ich auch irgendwoher. Das ist so eine, das sind richtig so... Eine Sukkulente nicht, aber... Nee, aber, gibt es eine hängende Sukkulente? Weiß ich nicht, ob es auch hängt. Aber die fässt sich auch so echt an, ne? Weißt du, so... Jedenfalls sind die Muckels, die wir haben, glaube ich, da gehen sie nicht ran. Nee, sie gehen also auf... gar nicht dran. Nee, ja. Gehen sie nicht. Die schnuppern, aber... Gehen nicht ran. Gehen nicht ran. Also so eine ist noch nicht zu Ende. Nee. Dann nochmal eine lange. Ja, eine dunkle. Etwas dunkler. Ja, zeig doch mal richtig mal, die sieht man doch. Gib mal her, so richtig, ne, die sind so richtig, wirklich schön lang. Und wie gesagt, irgendwie macht der Ampeln, jetzt kriegt eine Freundin noch eine Ampel. Die liebe Heike, mit Pflanzen. Und ja, also wir haben so schöne Hängepflanzen oder auch Nicht-Hängepflanzen. Kommt noch eine Hängepflanze. Das ist nochmal so eine. Ja. Es wird grün. Ja. So sieht die denn. Ja, man kann sie nicht. Ja, das ist klar. Es gibt viele, die sagen, oh, künstliche Pflanzen. Wie gesagt, habe ich früher auch immer gedacht, wie kann man sich nur künstliche Pflanzen hinstellen? Wobei, sowas geht noch, ne? Früher habe ich auch gedacht, wie kann man sich so künstliche Tulpen, aber die sehen ja nicht unecht. Wenn der Strauß, der hier steht, der sieht nicht unecht aus. Ne? Die Nachbarin kam rüber, habt ihr immer noch Tulpen? Ja, der sieht nicht unecht aus. Und, im Video siehst du immer auch, ihr habt immer so einen schönen Blumenstrauß zu stehen. Ja, die sind alle unecht. Aber sollen wir jetzt trotzdem, nur weil wir Katzen haben, sollen wir auf so was Schönes, auch wenn es nur fürs Auge ist, nicht für die Nase, weil man riecht es ja nicht, aber soll man trotzdem verzichten? Nö. Und die sehen so, heutzutage so echt aus, die Pflanzen. Zum Beispiel diese, die sieht doch überhaupt nicht künstlich aus. Also guckt euch das doch mal an. Die sieht doch gar nicht künstlich aus. Also... Du kriegst du wieder alle auseinander hier, im Urwald. Ja, dann habe ich hier noch eine lange. Wo sind die Kleen? Die kommen jetzt. Das ist auch noch ein etwas dunkleres, von der Farbe her. Ja. Dunkler. Also, es türmt sich. Ja, und dann haben wir jetzt hier... Es grünt, so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Mein Gott, jetzt hat sie's. Kleine. Die müssen auch noch ein bisschen auseinander gemacht werden. Lässt sie sich gut auseinander. Ja, die sehen auch total echt aus. Also, wo sehen die jetzt bitte unecht aus? Und hier nochmal. Die sehen doch nicht unecht aus.
Hier, wo sehen die unecht aus? Weiß ich nicht, habe ich noch einen vergessen? Vier Stück sind es eigentlich, du hast nur drei, ne? Ja, dann steht vielleicht noch einer noch auf dem Balkon. Steht noch einer hier oder die? Zum Auslüften. Wo sehen die denn unecht aus? Ja, vor allen Dingen jetzt hier vorne grün und hinten rot, ne? Ja, also, oder die kleinen frischen Blättchen, die hier kommen, ne? Die haben eine andere Farbe wie die hier. Also, habe ich den vielleicht vergessen? Oder ist runtergefallen, weiß ich nicht. Ja, ist auch klar. Jedenfalls davon sind vier Stück. Genau. Ja, das Grün hat ein Ende. Ja. Das Grün hat ein Ende. Das Grün hat ein Ende. Und vor allen Dingen, Pflegeleicht. Nimmst du aus dem Topf raus, stellst sie in die und Dusche. Und die Dusche, genau, duschst du ab und schon sind sie sauber. Genau. Also. Ist überhaupt kein Problem. Mega geil. Es wird grün. Es grünt. Genau, ja. Warum sollen wir denn drauf verzichten? Sieht doch gar nicht ein. Das sieht so schön aus. Das sieht, wie wenn du in so einem Raum drin kommst, wo so ein bisschen was Grünes hängt, das sieht doch viel freundlicher aus. Sieht warm aus, nicht so kalt. So. Ne? Also, das sieht doch richtig schön aus. Mein Gott, guck mal, passt heute gut zu meinem Pulli, ne? Mein selbstgehäkelten. Kannst du hier stehen lassen. Ja. Ja. Gut, okay. Das würde ich sagen. Wir schließen mit den. Mit diesen Pflanzen schließen wir fürs erste Video ab. Genau. Wie viele Minuten haben wir? Ja, über 30 Minuten reicht auch. Ist sonst immer so viel. Ja, wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Es sind brauchbare Dinge wieder für uns dabei. Wie es für euch aussieht, weiß man immer nicht. Aber es haben ja schon einige geschrieben, die wollen sich jetzt auch Kunstpflanzen bei Temo kaufen, weil die wirklich gut aussehen. Es sind Sachen dabei, die gehen in die Verlosung rein. Es sind Sachen für unseren Urlaub. Es sind auch Sachen für die Katzen dabei. Es ist von allem etwas dabei. Und wie gesagt, Qualität. Ey, Leute. Das ist... ja, was soll ich dazu sagen? Gute Qualität. Gute Qualität. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es. Ja. Wir bedanken uns fürs Einschalten, Wegschalten, Umschalten, Abschalten, für Daumen hoch, Daumen runter. Support ist Support für eure Kommentare, Anregungen. Konstruktive Kritik ist immer willkommen, alles andere wird gelöscht. Genau. Ja. Und was sagen wir? Immer wieder gerne. Tschüss. Tschüss.